Von Lindau kommend wollen wir nach Friedrichshafen, machen eine Pause in Kressbronn und haben noch einen Abstecher gemacht nach Langenargen zu der Stahlhängebrücke. Die historische Kabelhängebrücke über die Argen ist eine unter dem württembergischen König Wilhelm II. Errichtete Straßenbrücke, die Kressbronn am Bodensee und Langenargen miteinander verbindet. Sie ist die drittälteste Hängebrücke Deutschlands. Hier sind wir in Kressbronn angekommen und hier endet auch die Württemberger Weinstraße, die in Niederstetten-Oberstetten beginnt, wie ich es im Video über Heilbronn berichtet habe. Wir machen eine kleine Pause, ein bisschen Kaffee trinken und laufen durch den Ort. Der Wohnmobilstellplatz in Friedrichshafen ist sehr zu empfehlen, kostenlos und nicht weit vom Zentrum entfernt. Wahrscheinlich ist er im Sommer und Herbst ziemlich überfüllt. Wir machen unsere Reise zum Bodensee lieber in dieser Jahreszeit. Und auf geht's zu Fuß nach Friedrichshafen. Und zu dieser Jahreszeit am 15.03.2022 lag Sahara-Staub in der Luft. Am Zeppelin-Museum vorbei, das wir bereits im Januar 2020 besucht haben. Es ist wirklich empfehlenswert und sehr lehrreich. Friedrichshafen mag ich. Es gibt zwei Lokalitäten, in denen ich mich gerne aufhalte. Ich werde sie auch ein bisschen vorstellen. Hier kannst du die Zeit genießen. Und das ist mein zweiter Lieblingsort in Friedrichshafen. Kaffee und Erlesenes. Da gibt's alles, was ein Frauenherz so begehren kann. Das wollte ich nur mal am Rande so gesagt haben. Friedrichshafen ist eine Reise wert. Am 16.03. machen wir uns auf, mit den Fahrrädern nach Meersburg zu fahren. Wir kommen an Immenstadt vorbei. Und das ist das Uhrwerk aus der katholischen Kirche in Immenstadt von 1893. Und wie überall im Bodenseekreis die wunderschönen Winter-Frühlingsblüher-Christrosen. In Immenstadt ist Wochenmarkt. Und wir laufen durch die Stände und kaufen uns ein Bratwurstbrötchen. Immenstadt, ein charmanter Ort. Am Bodensee gelegen, im Bodenseekreis in Baden-Württemberg. Und liegt auf einer Höhe von 403 Metern. Die Bevölkerung zählt 6.124. Immenstadt liegt direkt am nördlichen Ufer des Bodensees, etwa 9 Kilometer westlich der Kreisstadt Friedrichshafen. Fast zwei Jahrtausende lang waren Lastenschiffe auf dem Bodensee unterwegs. Die Ledine gilt als eines der ältesten Verkehrsmittel der Geschichte und wurde sowohl als Fortbewegungsmittel als auch für den transalpinen Handelsverkehr genutzt. Jetzt wurde sie originalgetreu nachgebaut und man kann sie mieten. Weiter geht es mit dem Fahrrad Richtung Meersburg am Schloss Hersberg vorbei. Es wurde zwischen 1550 und 1696 als mächtiger Staffelgiebelbau errichtet.
vorbei an Rebstöcken, die noch im Winterschlaf liegen. Die Haltnau, wie wir hier sehen, ist ein historisches Rebgut auf dem Gebiet der Stadt Meersburg am Bodensee. Es liegt an der Uferpromenade 107 zwischen Meersburg und Hagnau, welche allerdings für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Eigentümerin des Rebguts ist die Spitalstiftung Konstanz. In Meersburg angekommen, parken wir unser Fahrrad an der Uferpromenade und gehen entlang der Unterstadtstraße, die durch das Tor führt, auf die Steigstraße. Die mittelalterliche Burg in Meersburg war seit Mitte des 13. Jahrhunderts in Besitz der Konstanzer Fürstbischöfe. Der amtierende Konstanzer Bischof verlegte seine Residenz von Konstanz nach Meersburg, als sich die Bürger in der Stadt der Reformation anschlossen. Danach war dieser Ort für 200 Jahre lang der Sitz der Bischöfe. Meersburg besteht aus Ober- und Unterstadt. Wir sind jetzt in der Oberstadt und man kann alles an einem Tag bequem erkunden. Der Bären ist eine der ältesten Trinkstuben Meersburgs und wurde 1456 als Zunftstube erstmals erwähnt. Gegenüber liegt das bürgerlich behäbige Gasthaus zum Löwen. Hier geht es durch das Falbentor in die Oberstadt. Das neue Schloss Meersburg, die barocke Residenz der Fürstbischöfe von Konstanz, beeindruckt noch heute mit ihrem monumentalen Treppenhaus nach einem Entwurf des großen Balthasar Neumann. Das Staatsweingut Meersburg gibt es schon über 800 Jahre. Vom Staatsweingut Meersburg gibt es geführte Touren durch 800 Jahre Weingeschichte. An verschiedenen Plätzen der malerischen Altstadt lernen wir die Weingeschichte der Stadt und des Staatsweinguts kennen. Mit dem ein oder anderen Gläschen Wein in der Hand erfahren wir, wie Meersburg so wurde, was es heute ist und was geschah, bevor das Staatsweingut Meersburg dem Staat gehörte. Wir machen uns wieder auf in die Unterstadt und kommen vorbei an Rosis Ferienwohnungen. Der Hunger treibt uns in den Winzerverein Meersburg. Wir kaufen uns zwei Gläschen Wein und einen, beziehungsweise jeder einen Flammkuchen. Wir genießen, was uns das Leben so bietet und ja, das Leben ist schön. Nach dem Essen gehen wir entlang der Unterstadtstraße zur Hafenpromenade zurück zu unseren Fahrrädern. Emanuel plante noch einen kurzen Ausflug nach Kippenhausen. Von dort aus fuhren wir dann weiter nach Immenstadt und wir haben uns in der Bäckerei einen Kaffee gekauft und auf der Bank haben wir unseren selbstgekochten Kauf gegessen. Sorry, ein kleiner Versprecher. Hier ist die Bäckerei Webers und in dieser Backstube habe ich die typischen schwäbischen benetzten Holzofenbrote entdeckt, die ich daheim immer schon mal nachbacken wollte. Ja, wir sind am Ende unserer Reise.
Insgesamt sind wir 40 Kilometer gefahren und morgen geht's nach Konstanz.